Hallo ihr Lieveleid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma Uff Pelzig. Und jetzt geht's gleich mal wieder weiter. Gucken uns nochmal hier ein bisschen im Dörfchen um und gehen hier nochmal zum freundlichen Händlerei. Bam bam ba 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 da bam. Da 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 ja ba ba da ba dam. Jetzt haben wir das Ding noch, wir erinnern uns, aus robustem Holz gefertigt. Okay, dann nehmen wir doch gleich Amol. Und ja, was haben wir da noch Schönes parat? Wir haben hier noch die Heilknolle, die kennen wir, die füllt 20 KP auf. Wir haben auch hier die Wunderknolle, die füllt 70 KP auf. Und wir haben das hier, was Vergiftung erheilt. Und ich bin ja so jemand, der braucht immer von allem die höchste Menge. Sicher ist sicher, Gegengift holen wir uns auf jeden Fall mal. Von deiner Heilknolle können wir uns nur insgesamt 5 noch holen. Und es sollte von der Anfang auch reichen. Jetzt sind wir zwar pleite, aber wir haben wieder fettes Inventar. So, wunderbar. Steht auch Sache, das ist auch das Erste, was wir vorerst machen können. Das heißt jetzt, dass wir uns dem nächsten Turm widmen können. Und zwar Turm 4. Ach, und es packt mich jedes Mal die Musik. Das ist absolut unglaublich. Jedes Mal, wenn ich die Musik höre, kriege ich die totale Gänsehaut. Fast noch, fast so schlimm wie bei der Oberwelt. Das werden wir auch noch sehen. Ah, herrlich. Oh nee, das ist, Entschuldigung, das ist ein optionales Gebiet. Das wird später noch wichtig sein, nachdem wir alle 5 Türme geknackt haben. Da gibt es 2 optionale Gebiete. Das war schon das erste davor, was wir abgreifen können. Ah, okay. Ich glaube, das hier ist unser Turm. Dumm ist mal hier. Jawohl, Turm 4. Hier gibt's auch wieder Kelkezeter. Das Gesicht im Tor, das will uns nicht aufhalten. Oh ja. Ich bin erstaunt, dich hier zu sehen, Herr. Die Worte werden von einem leisen Kichern begleitet. Oh. Schattenmagier erscheinen. Es scheint auch jemand im Plural studiert zu haben. Der Magier stand ich teuflischer. Arg ist gelähmt. Naja, egal. Ich hab's mit M große Pflug niedergemacht, die Kerle. Dann können die mich auch starre, so viel sie wollen. So ein Todesstarre, das juckt uns nicht. Aber, was ich auch noch zeigen wollte. Uno momento, por favor. Ihr seht hier mein Lanze. Ja? Und was ich doch für lustige Sache damit mache. Und jetzt machen wir doch gleich mal was. Das tolle Teil, was wir hier gekauft haben, der Hexagonstab. Jesus, warum gehe ich jetzt hier raus? Ich depp. Dann rüsten wir jetzt mal. Magst du es auch wählen? Ah jo, ausgericht. Jetzt sehen wir, auf Emo ist die Animation vom Speer so, Ockerfarbe. Das heißt, jeder Speer hat hier definitiv seine, Farb und sein individuelles Markezeichen. Aber ich muss sagen, dafür, dass der nur N Stärkepunkt mehr gewährleistet und wir hier den Bonus nicht haben, dass wir KKP geheilt kriegen, ist das etwas doof, muss ich sagen. Deswegen gehe ich für die Unterwelt wieder zurück zum Kristallspeer. Das hat zwar einer weniger, aber es heilt unser KP wieder. Dein Mut wird auf die Probe gestellt. Bewähr dich! Und die Seele hat mich jetzt auch wieder vollends geheilt. Yo! Hervorragend. Von dort kommen wir ursprünglich her. Jetzt mag ich aber auch nochmal da rumlatschen. Ich finde es auch so schön, wie er für die Sequenz den Speer als Balance dann hält. Aber hat uns nichts Großartiges gebracht, aber ich will es euch trotzdem zeigen. Und jetzt ist die Frucht, was haben wir zu machen? Ganz einfach, man muss ab und zu mal mutig sein. Dann landet man nämlich hier in dem Gebiet. Wächter erscheint. Zack, jetzt nehme ich. Den Magier machen wir auch fertig. Den nächsten Magier, den machen wir auch gleich platt. Der Magier glotzt dich, besser. Arg ist gelähmt. Beziehungsweise auf Pelze steht ich so lieber, Sarah. Der Magier glotzt dich scheckig, ah. Oder der Magier glotzt dich schäl, ah. Das ist auch schön. Okay.
Jetzt können wir hier nochmal mutig sein und jeden Bereich runterspringen. Da kommen wir hier wieder bei der roten Hubba Bubbas mit Kirschgeschmack raus. Und die hinterlassen lassen uns ein paar Münzler. Der Wächter erscheint auch noch und lacht sich über uns kaputt und gibt uns ein Level. Level 6 erreicht, die KP steigen um Silver, die Abwehr um Enz und das Glück auch um Enz. Warum drücken die sich am Anfang so sehr um die Stärkewerte? Das ist unglaublich. Gerade die sind so, die man besonders gut gebrauchen kann. So. Ich will nicht, dass der mich auf dem Seel dann röstet. Und weiter. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass die Türme keine individuelle Musik kriegt hin pro Turm. Aber trotz allem finde ich auch, das tut dem Ganze keinen Abbruch, weil die Turmmusik einfach nur hervorragend passt zu dem Ganze, wie ich finde. Das war jetzt gerade Eva etwas aus dem Bauch heraus spontan angegriffen. So, bist dann, du Feuer, du Ring of Fire. Jetzt habe ich einen anderen richtig verwischten Säckel. Da ist er, hab ich dich. Aber das geht natürlich nicht, ohne mich nochmal anzuzünden. Okay, das sind die Kerle da unten. Wächter ist nochmal hier drin. Und ein Magier da oben. Der glotzt mich ja wieder scheckig an, dass ich gelähmt bin. Dann schiel doch auch nicht so, du Magier. Nix geschieht. Das kann natürlich auch passieren, wenn ich schon gelähmt bin, ne? Arc erhält geile 44 Taler. Damit habe ich mir dann eine Trillerpfeife und eine Kugel Eis im Dorf. Und hier gibt es auch noch was. Und zwar ein Wächter. Hier Schubabubas und ein Kristall. Da können sich die Magier dann später wieder in Kristall drum prügeln. Und hier haben wir auch noch was, wo es weitergeht. Das machen wir selbstverständlich auch. Da ist er, die Sau. Okay, das war der einzigste Wächter hier in der Etage. Und hier oben gibt es da bestimmt auch noch was Gutes für uns. Außer Hubba Bubba und außer komische Geistererscheinungen in der Wand vom Wächter. Jetzt ist nur die Frage, ist das ein genereller Wächter oder ist das unser Wächter, der uns auch sonst immer so auflauert in der Türme und uns prüft? Das bleibt abzuwarten. Okay, da ist nichts passiert. Hier unten können wir auch nochmal langwascheln. Und finden dann hier nochmal einen Kristall. Hervorragend, oder? Jetzt hier weiter. Du, dich mache ich fertig. Okay, der macht mich auch fertig. Die machen mich jedes Mal von neuem fertig, die Kerle. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir nämlich hier eine Wunderknolle. Und ein Vitalelixier. Und ich bin so jemand, der muss das Zeug sofort nehmen. Ich weiß, es gibt Leute, die horten sowas, dass sie von jedem Ends hin. Aber ich bin so statusgeil, ich muss mal das Zeug immer sofort neiföhne, wenn ich das krieg. KP steigt um 5 und das ist permanent. Hervorragend, ne? So, weiter geht's. Das Inventar ordnet sich, glaube ich, auch von selber, wenn ich gerade nochmal reingucke. Genau, ihr habt ja gesehen, das Traumsiegel war vorher hier. Kaum habe ich das Vitalelixier genommen, geht's wieder zurück. Das ist auch so Shennys Sache bei Terranigma, dass sich das Inventar hier nur von selber ordnet. Und bin ich persönlich sehr dankbar drum. Ihr habt so bei Final Fantasy Civic gesehen, wo ich dann jedes Mal im Inventar wieder rumgewurschtelt habe. Wenn ich mal so Dingens wie so eine Kapsel und so verwendet habe, dann habe ich immer sofort nochmal die Inventare ordnen müssen. Das macht es hier glücklicherweise von alle. Da war Terranigma definitiv schon Spitzereiter für Ordnungsfanatiker im Inventar. Jetzt gibt es für uns aber hier nichts mehr weiter zu machen in dem Bereich. Das heißt, wir können wieder runtergehen in den Raum, nehmen aber vorher nur mal alle Erfahrungen mit, die möglich ist. Was mir persönlich immer recht wichtig ist. Ah, warum lerne ich das nicht? Warum lerne ich das nicht? Und warum glotsch und nicht checkig zurück, Arc? Wenn der dich schielt, dann schielt doch gerade zurück. Das ist die Attacke, die bei dem Magier am effektivsten, nicht schlecht, die bei deinem Magier am effektivsten ist. Das sollte ich mir definitiv auch noch gewöhnen und bei denen hilft das hervorragend. Hubba, 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 hubba. Zack. Ich nehme da immer ganz gerne noch die Erfahrungswerte mit, die halt möglich sind. Und zack, wieder runter. Hallo Wächter, tschüss Wächter. Hallo Magier, tschüss Magier. Und bei dir genauso. Hui, 42 haben wir gerade gemacht. Das war schon 20er mehr als sonst im Durchschnitt bei den Magier. Zack, okay. Das Over links haben wir gemacht. Jetzt springen wir gerade mal hier runter. Und wo landen wir da? Tja, genau dasselbe.
Nur, dass wir nicht oben links gelandet sind und nochmal über Seel gemisst haben, sondern dass wir jetzt hier hin am Seel rauskommen sind. Also so großartig wertvoll war das nicht, Prädikat wertvoll, verdient die Aktion von mir definitiv nicht. Aber ich mag euch hier alles zeigen, damit es nicht heißt, Yankee, warum hast du nicht gezeigt, was da und da ist? Du rennst immer so schnell durch. Ich persönlich bin ja absolut kein Freund von Leuten, die durch solche Let's Plays rennen. Ich meine, es ist ein Let's Play. Man macht es zum Genuss, man macht es, um Sachen zu erklären, wenn man schon mal gespielt hat. Und um es euch näher zu bringen, die ihr es vielleicht noch nicht kennt. Und es ist kein Speedrun. Wäre das ein Speedrun, würde ich das ohne Kommentare machen und würde es einfach nur so schnell, wie ich nur kann, machen. Und die da ich nicht mal irgendwas sage und, ah Mist, wieder nicht trage, dachte ich, Depp. Und die jetzt euch erst gar nicht erkläre, sondern die einfach nur wortlos und seelelos hier durch den Turm rase. Aber ich persönlich bin, glaube ich, noch nicht so weit, dass ich einen Speedrun mache. Dafür bin ich erstens mal viel zu große Laberer. Dafür liebe ich das viel zu sehr, bei Let's Plays zu schwafeln, als dass ich das machen könnte mit Speedrun. Und zum Zweiten glaube ich auch einfach, dass ich nicht gut genug wäre, um für Terranigma Speedrun zu machen. Gerade bei dem berüchtigten Gegner, von dem ich es mal gehabt habe, von dem man ein gewisses Level braucht, den ich persönlich wahnsinnig wäre, wenn ich nicht viel Schade verursache. Hey, hörst du mich auf mich zu klotzen, wenn ich dich angreife, du Drecksäckel? So, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Ich glaube zumindest, dass es da war, wo es noch nicht weitergeht. Ah, Mist, das war dort, wo es weitergeht. Na, okay. Weil ansonsten, wenn ich das over rechts mache, komme ich hier raus, bei dem Viereck. Aber... Ey, hör auf. Oder war das... War, bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Jawohl. Genau, hier bin ich definitiv richtig. Im Kaufland. Gut. Wunderbar. Dann kann man da hochwarschler. Na, komm her, du Säckel. Yo! Level 7 erreicht. KP steigen um 6er, die Stärke um 1, nicht schlecht. Abwehr um 1 und Glück um 1. Die sind noch ziemlich geizig am Anfang, muss ich sagen. Aber, das kommt noch später. Die fette Hunde kommen immer zum Schluss. Das sind dann die Levels, wo man dann Stärke 3 kriegt und so. Das ist dann schon echt nicht schlecht. Ui, und wir sehen, der Endestärkewert hat schon was gebrochen. Wir ziehen deine Hubabubas jetzt 20 ab. Das ist schon nicht schlecht. Moment. Ich muss erst noch da entlang. Weil da gibt's noch was. Arg erhält Kristallfaden. Ja, wunderbar. Was ist dann das? Kristallfaden. Hm? Will gucken. Da ist er. Jetzt gehe ich auch noch mit Select raus, ich dachte es. Ein funkelnder Kristall. Ja, geiler Scheiß, oder? Der wird später noch wichtig sein. Und ich glaube, wir kennen jemanden, der was mit Fade anfangen kann. Und der uns sehr mag. Und der, was für uns machen wollt. Ich glaube, ihr kennt die Person, ach. Wenn ich hier runtergehe, sehen wir nichts. Aber wir sehen nur, dass du over uns was Lustiges erwartet, wenn wir da einen Seeldanz wagen. Moment, ich glaube, hier ist... Ah doch, hier war noch was. Hier war noch was. Ich habe doch gewusst, dass man das in Faume macht. Arg erhält einen Kristall. Die scheinen ja in der Unterwelt sowieso sehr wichtig und bedeutend zu sein, die Kristalle. Da sehen wir nur so ein lustiges Reh. Ich finde es auch so geil, wenn er da steht und versucht, die Balance zu halten. Wenn ich jetzt probiere, mit ihm von der Klippe zu stürzen, macht er denn hier und stürzt auch automatisch, wenn ich nicht rechtzeitig in die Gegenrichtung wieder drücke. Das ist sehr geil gemacht, wie ich finde, von der Animation. Hoppala, das war jetzt auch etwas doof von mir. Aber wir sehen, wir gewinnen hier kein Zentimeter Land. Deswegen sollte man wieder zurückgehen. Und sollten es über das Seil hier probieren. Weil hier ist unser Tor. Ach, ich habe Darbietung für dich vorbereitet. Ich hoffe, die gefällt da. Ah, die Musik. Wir präsentieren die holländischen Upa-Üpfer. Ach ja, das ist wie das alte Spiel Snake früher auf dem Nokia. Das heißt, die Upa-Üpfer, die haben hier eine braune Upa, denn wir niedermachen müssen. Dann ist der Bossgegner fertig. Das war das, was ich im dritten Deal gemeint habe, im dritten Turm. Und als ich gesagt habe, Dol wart bestimmt ein lustiger Gegner auf uns, ein Endgegner. Aber es war tatsächlich Turm 4 mit seinem lustigen Endgegner und damit habe ich den gemeint.
und die Musik, die wir hier hören. Diese Joie de vivre, die wir aus dem Lied raushören, das wird später tatsächlich auch noch wichtig sein, glauben wir's. Die Melodie wird uns auch noch für äußerst wichtige Teil und äußerst wichtiges Gebiet in Terranigma begleiten. Ach ja, aber man hört sie definitiv schon raus und ach, wie ich das schon jetzt gesagt habe, wie ich das ausgesprochen habe und so, ihr könnt euch denken, in was am Zusammenhang das Ganze steht. Bien sûr, natürlich könnt ihr das. Ah, ich mag die Musik aber. Also generell finde ich auch den Soundtrack von Terranigma sehr schön. Es ist nett mit Final Fantasy VII zu vergleichen und ich will es auch gar nicht damit vergleichen. Aber es ist doch ein sehr, sehr schöner Track, Soundtrack mit sehr viel schönen Tracks. Jo, jetzt haben wir sie fertig gemacht hier. Aber es passiert irgendwie nichts, oder? Ich will hier raus, Wächter. Ich will hier raus. Ich will nicht Snake spielen. Das war unser heutiger Show. Vielen Dank. Und jetzt kann man weitere Kontinent retten. Und ihr könnt euch an der Form eventuell vorstellen, was das für ein Kontinent ist. Ah, wunderschön, oder? Wunderschön. Die Animationen von 1995 sind absolut großartig. Wenn man bedenkt, dass das Spiel als Abschluss von der inoffiziellen Soul Blazer-Reihe erschienen ist, in Japan 1995, in Europa 96, muss man sagen, dass die Technik großartig ist. Man hat hier absolut alles aus dem Super Nintendo rausgeholt, was rauszuholen war. Und ich glaube mich auch zu erinnern, dass die Sequenz für ganz kurze Sekunde auch im domolischer TV-Werbung, der offizielle TV-Werbung für Terranigma drin war. Jetzt könnt ihr euch ganz bestimmt denken, was es hier ist. Nordamerika kehrt aus der Tiefe vom Meer an die Oberfläche zurück. Mit so einem schönen Totempfahl. Und aus Nordamerika kriegen wir die meiste Seele für die Unterwelt gespendet. Unter anderem die Jungs, die beim Weise rumstehen. Ah, wunderbar. Und dazu die wunderschöne Unterweltmusik. Und hier steht Sache. Jetzt wird's definitiv Zeit, dass wir wieder zurück ins Dorf kehren. Ohne Runde speichern. Und wir haben doch den schönen Kristallvater entdeckt. Und ich glaube, eine gewisse Melina wird sich hier sehr drüber freuen. Ihr habt es bestimmt schon gewusst, also sagt mir nicht, ich hätte gespoilert. Das könnt ihr mir nicht vorwerfen. Also Weber und jemand, der uns einen Gefallen schuld und Faden. Ne? Ja, da sind sie. Und was sagt sie, wenn ich hier was fress? Ah, das habe ich gesehen. Ja, ist natürlich schon meckernd wieder. Wisst, kaum habe ich sie befreit aus ihrem Tiefschlaf, schon ist alles wieder mecker, mecker, mecker. Keiner versteht dich, alte Bärin. Und die zwei haben sofort auch wieder ihre Position geändert, ne? Ich habe das komische Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben ist. Der Weise hat Zellemals gesagt, die Kristalle im Level sind die Tränen von der Oberwelt, was er wohl damit gemeint hat. Tja, die jetzt mal ein bisschen aufpassen und ein bisschen interpretieren und nachdenken, statt die ganze Zeit nur rum zu faulenzen und dummes Zeug zu babbeln, dann ditch's ach wisse. Und wir, ihr liebe Leid, sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, euren Yankee.